Bitte? Hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Runde American Truck Simulator. Ob das eine schnelle Runde wird, das werden wir noch sehen. So. Halte ich mich hier mal auf der Autobahn. Nicht wundern, ich fahre hier ein bisschen derb rassistisch, aber dafür habe ich ja meine kleine, aber feine Mod. Die mich vor Schaden schützt. Der Grund der Aufnahme für ATS ist einfach nur mal, wir wollen nur mal was anderes spielen, was offline noch möglich ist. Also spielen wir halt einmal eine Runde ATS. Stimmt's? Xenogirl ist zwar auch am ATS spielen, aber leider nicht mit auf meiner Map. Das funktioniert nicht. Wenn einer weiß, wie es geht, kann es mir gerne mitteilen, wie wir mit unseren Mods auf unserem selben Maps spielen können. Dann wäre ich sehr verdankt, wenn das einer weiß. Dankbar. Oder sehr dankbar, ja. Und ich merke gerade, bei mir ist es echt brutal dunkel im Auto. Du könntest ja mal schlau machen. Nee, das war nicht. Moment. Welche Taste wartet das hier? Nee. Nee, warte mal, wait, wait, wir will das haben. Da. Warum? Was, musst du anleiten oder was? Nein, ich hab Bußgeld. Ja, dann du hast es doch ausgestellt für Enrico. Okay. Er hat das ein Ereignis. Ja, keine Ahnung. Oder er war heimlich auf deiner Karte. Alter, ich fühle mich. Obwohl, bei dir war sehr viel umgestellt, ne? Hm. Ich glaube nicht, dass es was mit Enrico zu tun hat. Eher mit Update, ne? Ja, wahrscheinlich. Hat er bei mir ein Update gezogen, was dann auch erklärt, warum mein Internet so arschlarm ist. Aber das war ja nur ein Mini-Update, das waren, boah, keine Ahnung, 2 MB? 3 MB? War ich relativ schnell gezogen. Meine Leute, ich muss ja mal kurz um meine Einstellung. Ja, ihr haut ja gerade gar nichts mehr. Gameplay. Ah, ja. Geht doch gut. Ja, du mit 200 über der Autobahn, ich hab gewundert. Und das noch mit doppelten Anhänger. Gut. So, jetzt kommen wir da fahren, ist auch. Geht das. So. Hast du Tag-Nacht-Simulation aus? Ja. Und ja. Werd später merken, wenn das Vieh geht. Das ist Vieh voll. Was soll ich denn sagen? Ich fahre ja Schlängelkurse und das mit 130. Was denkst du, wie mir gerade die Muffe geht, Alter? Das ist schon Lebensmittel, was du da machst. Ich glaube, die Bremse, die du hörst, das ist meine Dingsbumsbremse. Meine automatische Bremse, glaube ich. Meine Motorbremse, die bremst mich automatisch schnell runter. Warum auch immer. Müsste vielleicht mal rausfinden, warum das so ist. Moment, ich muss mal kurz noch meine Einstellung. Irgendwas haut ihr gerade bei mir ab. Nein. Automatische, schneller Motorbremse. Erhöhende, mal verringern. Aufliegerbremse gibt es auch noch. Aha. Ich weiß noch nicht gerade, was bei mir was ist. Raus.
Ich wäre gerade bekloppt, ich hätte vorher alles gucken müssen, aber ist egal, also. Jetzt ist es sowieso zu spät, so schnelle Motorbremse. Das ist ja das, nee. Das, nee. 8,5 ist das. 5. Das ist das. Und das ist... Das geht nicht. Wieso denn jetzt? Achso. Das. Und das wird das. Und das ist das. Wollen wir mal gucken, ob ich das hinkriege. Achso, nee, Motorbremse ist ja das. Das machen wir da hin. Das da. Das da. Aufliegerbremse ist da, genau. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Ich sehe aber auch nirgendwo ein Zeichen, dass meine Motorbremse an ist, ne? Ich würde mal sagen, einfach, ich habe einen falschen Motor drin. Fährst du schon die ganze Zeit damit oder nicht? Ne, ich bin sonst immer mit einem anderen gefahren. Ich fahre jetzt mal seit langem mal wieder meinen eigenen Truck. Okay. Ich hatte so irgendwie kaum über 200, obwohl die Bude über 250 schafft ohne Hänger. Ich schaffe auch gerade mal 207. Ja, aber du Mithänger, ich hab's ohne Hänger nicht mal bis 100 und wenn dann ganz langsam. Ja, ich hab's versucht zu verhindern. Hat nicht geklappt. Egal. Scheiße, da hat ein Idiot was dazwischen gespachtelt. Ich komme da nicht auf die andere Seite. Guck mal, langsam ich beschleunige. Ich dreh durch, wenn ich weiter drehe, bin ich im Keller. Ich suche jetzt einen Parkplatz, stell die Kiste da ab und nehme einfach so einen Auftrag an. Ich hab jetzt keinen Bock mehr. Hast du jetzt keinen Auftrag? Nö. Ich finde gerade keinen. Mit der Bude komme ich auch nicht vom Fleck. Voll schlimm. Weil all die welches Affenarsch hat, habe ich ja das Licht angelassen. Ich weiß, guck in den Spiegel. Ich sehe da nur die Straße, tut mir leid. Warte mal. Aber oh, es war voll die Bude, dann sind wir das erste Mal getankt. Für 188 Liter. Ne, 186. So. Passt genau in die Mitte. Guck mal.
Ups. Wollen mal gucken, dass ich sie umgelenkt bekomme. Jetzt gehen wir hier drauf. Und tun unsere Stelllieferung. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Suchen wir uns schon mal wieder was Schnelleres raus, oder? Wie wäre es? 10.000, 3 Stunden? Es geht, oder? Also 5.000 krieg ich, ne? 10.000 PS. Ja, du sollst auf die Zeit gucken wegen der Folge. Ah, weiß nicht. Nicht wegen Geld, sondern... Ich hab gesagt ja gerade 3... Ja. ...Stunden. Wieso krieg ich denn jetzt gerade mein Navi nicht rein? Mein Navi ist gerade abgepackt. Willst du meinen Navi? Mein Navi hat es gerade komplett abgeschossen. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, ich habe keine Lieferung? Doch, ich habe eine Lieferung. Aber wohin? Ich habe echt kein Navi. Ist kein Witz, ich habe kein Navi. Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Ja, das ist ja mal echt frustrierend gerade. Naja, du doch. So. Tom, Tom, Navi raus. Ah ja, lass mich Ruhe. Ah ja. Will ich noch gerade weiß machen, da ich gerade eine Mod rausgenommen habe, dass das halt nicht so viel gehört. Und so. Egal, ich bin ja nur meinen anderen Truck hier auf dem Geld dafür gelassen. Ego, scheiß drauf. Boah, ich wär blöd, ich habe immer noch kein Navi. Ah doch, jetzt habe ich. Oh Gott sei Dank. Das war ein sehr beschissenes Navi, aber es reicht, dass ich was sehe. Weißt du? Ich hänge meine Füße aus. Die Blossen aus. Well. Da habe ich mein komplettes ADS verstellt. Ich muss das mal unbedingt mal überarbeiten. Seht ihr, wie schnell da hoch radert, Alter? Bei mir ist das nicht so. Ich weiß nicht warum. Ich habe genauso eine PS-Schleuder. Guck mal, mit welchem Navi ich gerade arbeite, du. Ich muss mich auf dieses kleine Kacknavi wieder verlassen. Nur weil mein Navi abhackt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Vor allem, warum sehe ich nicht meinen kompletten Bildschirm? Mir fehlt ein Teil vom Bildschirm. Wenn hier unten Schrift durchläuft, wer für mich Geld verdient hat. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nur oben die ersten Kanten.
Naja. Wir haben es ja bald geschafft. So, laut Polenta, ich habe eine rassistische Fahrweise. Rot denn da? Ich hau die Bude hin und her, Alter, was geht da dran? Hab ich denn keine feste Kamera oder so? Ich hau das bei dir auch so hin und her, wenn du lenkst. Weiß nicht, ich bin vorne dran im Kühler. Achso, du hast ja dein Navi, ne? Ja. Ja, ich muss leider im Fahrzeug sitzen. Ich darf mich leider nicht vorne auf den Kühler schnallen und mit dem Joystick rumfummeln. Nee. Das Glück habe ich leider gerade nicht. Also wer mir nicht glaubt, dass bei mir eigentlich alles in Ordnung ist im ATS, soll mal meine Streams gucken. Weil in meinen Streams sieht man nämlich, dass alles in Ordnung ist. Ich habe mich schon gewundert, wo ich gestartet bin, weil nicht alles funktioniert hat. Und dass natürlich jetzt mein Abi noch abkackt, das ist ja echt frustrierend. Oder was sagst du? Hm. Kann aber auch an der Kackmod liegen, dass das da oben ist, ne? Ich habe keine Probleme. Ja, du hast auch dein Navi unten. Ich habe meins ja oben. Hm. Vielleicht soll ich mein Navi auch mal runter verlegen. In der nächsten Folge. Nee, verlege ich es erstmal noch unten vorher. Da gucke ich erstmal, dass es läuft und wenn ich dann die nächste Folge, anfange, jo, dann wird das halt gemacht. Also kriegst du es nebenbei hin, eine Kippe zu machen. Gleich, ich bin gleich da, eine Stunde und 10 Minuten. Wow, ich muss eine Stunde und 10 Minuten auf eine Kippe warten. Ja, okay, wenn man es jetzt umrechnet, sind das ungefähr 10 Minuten? Nee. Was habe ich mal? Nicht mal. Was habe ich jetzt ausgerechnet? 3 Minuten 50 eine Stunde, ne? Weiß ich nicht mehr. Ja, man muss ja auch gucken, wie schnell unsere Zeit hier verläuft. Und wir radeln ja meistens teilweise mit hoch PS-igen Monstern rum. Also mein Taro ist am Anschlag. Also ist schon geil. Jo, was dann? Nee. Maut. Wieso Maut? Warum kostet nicht das Geld? Das weiß ich doch nicht, warum mich das Geld kostet. Achso, ja, die Maut. Ja. Alles cool, alles frisch. Die Maut kostet dich, ja, das stimmt. 19 Euro eben. Ganz schön teure Maut, wa? Boah, die sind mir alle zu lang. Boah. Macht euch doch alle aus dem Weg, ihr Fische. Guck mal, von mir. Ich bin schon auf dem Standstreifen. Sprach der Rase aus dem Hintergrund. Mach gleich mit, Rase. Weißt du, nee, Mensch, wenn's einmal knallt, dann noch ein Meter, weißt du doch, Mensch, du kennst doch unsere Devise, Mensch. Deine Devise. Mal gucken, ich nehme mal jedes Auto mit auf den Boss. Huchsala. Ja, nächster Wurm. Bleib stehen, du Sack. Okay. Lal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 a. Alter Falter. Hat zum, was ist denn jetzt angestellt? Hat zum Glück keiner gesehen. Ach, ich habe in meiner Folge nur einen dreifachen Überschlag gemacht. Alles gut. Aber ohne Werkstatt. Ein Hochbar. Man wird kaum glauben, ja. Ich hatte vor kurzem hier so ein kleines, besserwisserisches Arschloch zu Gast. Er hat es geschafft, mein ATS zu verstellen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da los war. Meine Karre war komplett zermörsert, zerschrottet, zerknallt. Außer bei dunklen Gründen, da ich ja eigentlich gar keinen Schaden an meiner Karre kriegen kann. Warum? Oh, immer. Warum gerade ausgerechnet die Mod No Damage fehlte, frage ich mich.
Und ich habe mich auch gefragt, wieso ich so viel Schaden habe. Ich hatte wie viel Prozent Schaden? 96, ne? 86, ja. Oder 86. Ich hatte Mio und Note da noch in der Werkstatt zu kommen. Aber ich hab's gepackt. Gegen alle Prognosen, die dagegen sprachen, ich hab's gepackt. Bin ich nicht gut? Du hättest schon aufgegeben, wa? Aber naja. Dann wird sich diese Folge langsam auf das Ende nähern. Langsam, aber sicher. Rückwärts einparken gibt's bei mir nicht. Bis ich das geschafft habe, da ist die Stunde drei Folgen, ist die Folge 3 Stunden lang. Und ich bin frustriert und schmeiße den Computer aus dem Fenster. Deshalb wird es hier bloß auf Vorwärts einparken geben. Am besten ich parke gar nicht erst ein, ich überspringe das Parken. Das hat wenigstens hin und wieder meine Chance aufzuholen. Oder? Ich durfte gerade nur vorwärts einparken. Weil wenn ich nämlich einparke, da habe ich gleich mal meine 200 XP drinne. Soll ich so überspringen? Oder soll ich für die Folge das machen? Das entscheidest du. Ja, mir ist es Buchs. Ich krieg dich eh nicht mehr ein. Doch, schaffst du. Ich bin doch noch Level 30, du 25. Du hast frühest die Möglichkeit, ADS zu spielen. Mensch, und es geht bei uns auf ADS ganz so spielen. Schatzi, ich bin früh so hundemüde, da krieg ich nicht mal irgendwas anderes gebacken. Ja, umso müde du bist, umso besser spielst du. Nee. Weißt du, was ich überspringen habe? So, ausgezeichnet. Wow, ich habe 222 XP. Ist auch okay. Guck mal bei meinem Strich, was da noch abgeht. Nichts. Gar nichts. So, okay. Dann endet die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. ATS. Vor allem kurz, das ist ein Random-Projekt. Also wenn ich mal Bock habe auf ATS, dann wird das gesendet. Alles klar, dann. Tschallü. Digga. Hm? Ja, tschüss.